Mutte, 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 Mutte. Ja, ich nehme schon auf. Mutte. So, herzlich willkommen zum nächsten Part Slender Hospiz. Mutte. Wir spielen das jetzt einfach alles nochmal mit der kleinen Nutte Nini. Richtig. Und neu dazu ist gekommen, ist jetzt der Jan. Sag mal Hallo, Jan. Zu Jan. Hallo, Jan. Hallo, Jan. Ich sollte Hallo, Jan sagen. Und ja, wir spielen jetzt einfach mal zu dritt jetzt einfach mal Slender. Und versuchen diesmal wenigstens in dem Part alle 16 Seiten zu finden. Steve, beweg dich, du weißt, dass der naht, der Slenderman. Ja, ich hab ja grenzenlos verkackt letztes Mal. Ja, neben dir lag ne Wurst. Ne Wurst. So, seid ihr jetzt alle drei auf der Map hier? Ja, sicher, ich bin schon am Laufen, weil ich hab keinen Bock, dass der auf einmal wieder neben mir steht. Ne, ich hab erstmal eine Wurst gelegt. Warte mal, guck mal, ich krieg dich eben. Oh! Geil. Oh, ich hab eine Seite! Echt? So. Ey, vor allem ganz am Anfang. Lauf. Nein, ich hab auch eine Seite. Fuck. Okay, das Spiel fängt an, scheiße zu werden. Ja, das Spiel fängt an, scheiße zu werden, weil ich jetzt auch zwei Seiten hab. So, ich leg jetzt erstmal nur Wurst. Ich auch. Boah. Dann weiß ich, wofür man die braucht. Boah, ich fand's schon wieder anzuatmen. Ich seh in jeder Ecke wieder so einen komischen schwarzen Mann mit viel zu langen Armen. Ich bin jetzt der Onkel. Boah, Onkels! Lauf, lauf, lauf. Habt ihr auch schon wieder diesen Herzschlag? Ei, was ist das denn? Ich habe immer noch keine Seite gefunden. Nicht? Ah. Die hängen irgendwo an der Wand. Ich stehe dann immer so. Oh. Boah, das Bild hackert. Oh Gott. Da flackert was. Wieso flackert da was? Ja, bei mir auch. Oh, was soll das? Oh nö. Ich hab schon wieder Herzrasen pur, ey. Also ich liebe echt Horrorfilme und alles, aber das kann ich nicht zocken, ganz im Ernst. Wow, wieso ist das schon... Wow, wieso portet der sich? Der war gerade in zwei Türen. Was? Warum ist das zum Beispiel... Oh Gott, ich bin gut, er ist noch nicht bei mir. Ey, der war jetzt gerade schon in zwei Türen. Ich hab nach links geguckt, da war und rechts war er. Oh oh, schon wieder der hässliche Jude. Oh ja, Johann, nein! Du hast auch eine Seite. Schmidt. Okay, Jan hat auch eine Seite, jetzt geht's bei uns dreien los. Okay. Aber wer ist Johann Schmidt? Warum habe ich einen Skype? Wieso, wer ist Johann Schmidt? Ja, ich habe keine Ahnung, das war doch mal Johann Schmidt online. Ey, wenn ganz viele Leute dieses Video gucken, suchen die den noch. Johann Schmidt! Alle Johann Schmidt! Oh, bestimmt so eine kleine hobbylose Kackbratze. Wahrscheinlich. Ey, mein Beep. Ich will ja mal ein Beep hier. Sieht er es nicht. Der Johann Schmidt. Oh, das ist scheiße. Warte mal. Das ist doch der Anfang, warum ist auf einmal eine Seite? Lauf, lauf! Ich habe übrigens 6 Seiten mittlerweile. Echt? Ja. Oh und ich würde auch gerne rennen, aber diese Hesse. Ah! Was hat der mir? Ja, weil ich schreie dann auch noch lauter, ey. Kann man bei dir gerade auch so ein schöner Ton? Ja. Ich liebe es. Nein, ich hasse es. Wie viele Seiten hast denn du? Ich bin bei 4. Wie viele hast du? Ich hab, glaube ich, immer noch 2 oder so. Oh. Dann hab ich ja die meisten und... Wow, was ist das? Wow! Ich glaube, ich hab mich gerade ultra verlaufen und ich mache jetzt einfach mal meine Taschenlampe auf. Oh nein, 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 nein. Oh. Nein, das ist kein Slender mehr. Nein, das ist einfach nur ein Häschen mit Ohren. Oh fuck, nein, hier ist eine Sackgasse, nein. Nein. Ja, Mama? Hallo, Mama. Ja, das ist total. Sag einfach, es ist gerade ungünstig, ich nehme auf. Oh. Meine Mama wird ein YouTube-Star. Ja. Hättet alle meine Mama. Deine Mama, Mike. Gibst du lieb meine Mama? Boah, wenn ich jetzt da reingehe, dann ich hab's das. Was zur Hölle ist das? Seiten. Oder die Sanatorium-Version. Ja, die ist scheiße. Boah, da ist eine Seite. Rennen. Rennst du der Seite? Lass ein Würstchen fallen. 6 Seiten. Riesen Klavierklänge. Fuck. Fuck. Ton leiser machen. Ah! Lauf! Lauf! Lauf wieder auf! Lauf! Nein! Lauf schneller! Nein! Alter, ich bin gerade so in Konzentration. Aha. Ich bin es.
gerade viermal von Slenderman geflohen. Okay, ich bin jetzt beim You Mad Bro. Das ist geil, das ist eine Seite, ne? Nee, bei mir nicht. Wie bei dir nicht? Oh fuck. Oh fuck. Fuck. Doch, nein! Ist eine Seite. Entschuldigung, Mama. Alter, da ist eine Sackgasse. Ja, das. Ja. Meine Taschenlampe geht nicht mehr an. Batterie leer? Meine Taschenlampe geht nicht mehr an. Batterie leer. Oh doch, das geht wieder an. Ich habe 10 Seiten. Ich habe 8, ich bin tot. Alter, wieso kommt er nicht? Jan, du lebst noch. Ah! Jan? Ja, ich lebe immer noch. Du bist gerade ziemlich leise. Auch cool. Aber ich kann dich gerade noch nicht lauter stellen. Also Steve, mich musst du irgendwie gleich lauter stellen oder so. Meine Mama kommt andauernd rein und schreit mich an. Böse Mama. Meine Mama will schlafen. Deine Mama will schlafen. Ich will schlafen. Ey, bei mir kam das bisher noch nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie viele Seiten hast du gehabt am Ende? Gut, ich bin doch nicht ganz so schlecht wie du. Ich bin durch den Flur gegangen, hab in eine Seitengasse geguckt und auf einmal stand er dann vor mir. Ja, das ist scheiße. Ab Seite 6 kann er sich ja porten, ne? Alter, ich mach das nicht mal. Alter, wieso kommt der bei mir nicht mehr? Aber ich glaube, Jan ist an derselben Stelle verkackt wie ich beim ersten Part. Da war auch mal so eine Sackgasse, man konnte einfach nicht entfliehen. Nee, ich hab einfach in so einen Seitengang reingeguckt. Oh, okay, okay. Ich hab gerade ausgeguckt und dann stand er da. Mir war das alles viel epischer. Irgendwie kommt der bei mir nicht. Ja, dann hast du Jackpot. Okay, ich hab schon das 2 Seiten. Ich hoffe, das kam jetzt nicht von mir, sondern von euch irgendwie. Nein, hier kam nichts. Aber wir kommen noch ganz dumm. Ich bin am Arsch. Sag Jan, starte einfach eine neue Runde. Die Aufnahme geht so lange, bis ich hier verkacke. Also ich habe auch schon eine neue Runde gestartet und... Ich bin auch schon dabei. Ich frage mich nur, was die Glowsticks bringen. Kommt der dann vielleicht nicht oder so? Oder keine Ahnung. Ich habe gerade alle verhauen und er ist trotzdem gekommen. Oh, ich bin wieder in diesem creepy Badezimmer. Oh, wisst ihr, bevor ich die ganze Zeit Schiss hab, dass ich irgendwo in der Sackgasse laufe? Ja, bin ich schon, ist scheiße. Nein! Ich bin schon wieder tot, das gibt's doch nicht. Nutze, du elende. Oh, aber das gemeine. Du elende verfickte. Nein, da geh ich nicht lang, da ist eine Sackgasse. Ah, weißt du was? Wenn man am Ende alle Seiten hat, bekommt man, glaube ich, so ein krasses Gedicht oder so. Okay. Ja, aber ich habe nämlich jetzt 2 Seiten und das sind die Hälfte frei freigeschaltet. Stimmt. Ganz am Ende, wenn man verkackt, genau, das ist ja dieses Gedicht. Ja. Das ist mir jetzt mal so aufgefallen, weil ich habe jetzt nur 3 Zeilen und wenn ich 10 Seiten habe, ist das fast fertig. Irgendwo war er. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab nur Tuft gehört. Wie viele Seiten habt ihr gerade? 0. Ich bin jetzt bei 4. Ich bin gerade bei You Mad Bro. You Mad Bro, da steht Penis. Steht denn hier Penis? Rechts nach unten bei dieser roten Schrift. Jo, hier war eine Seite. Aber es soll ja hier alles jugendfrei bleiben, also bitte Piep. Piep. Ja, ich habe auch schon Bier erwähnt, wie schon im ersten Part genannt. Bier ist ein sehr böses Wort. Oh, fuck, hier ist... Die Creepy mit dem Musik, der... Complete? Okay. Aber was bringt mir das denn, wenn ich diese scheiß Würstchen da abkacke? Ich weiß es nicht. Ah, ich steh neben mir. Ey, der ist bei mir immer noch nicht gekommen. Außer einmal, da kam halt so ein Ton. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit im Kreis laufe. Oh nein, das ist nicht gut. Also bitte sterben, ich hab keinen Bock mehr. So lange ist es nicht mehr. Das Geniale ist, die Lampe ist total dunkel und eigentlich fast gar nicht. Und da ist schon wieder eine Seite. Approved for transport under custom seal. Ich sammle lieber die Seite und gehe um. Selbst eine Wurst. Ja, ich glaube auch mal, dass jetzt kommen jetzt hier nach noch mehr Parts, einfach mal spontan von irgendwelchen Horrorspielen.
können wir tun. Wir können ja Slender normal durchspielen. Ey, lass es mal machen, dann nenne ich das hier Let's Gruß oder Let's Horror Together. Dann machen wir halt zu dritt halt Horrorspiele oder so, wenn ihr Bock habt. Okay, Jan, wie ist das eine Spiel, was du nochmal gespielt hast und wo du mega Angst bekommen hast? SCP. Ja, genau, mit der Axt. Mit der Axt. Ja. Was geht eigentlich, wenn der Anfang ist voll gruselig? Später, wie geht's dann? Egal. Wie heißt das Spiel? Nightmare. Ey, das kenne ich. Das ist eine Mod-Erweiterung von Half-Time 2. Ja, genau. Die kenne ich, die habe ich von Grund gesehen. Lass das mal zucken. Da ist er. Er hat ein Foto mit Gronkh. Ich hasse dich. Beziehungsweise dich. Oder Jan, hast du auch ein Foto mit Gronkh? Er hat auch ein Foto mit Gronkh. Wir alle haben ein Foto mit Gronkh aus. Ich hasse euch ganz im Ernst. Du liebst uns. Wow. Ey, kann es sein, dass es sich hier vervielfältigt? Also ich habe ja echt gesehen, dass der Sender aus seinen Fehlern lernt. Ja. Ich bin jetzt bei 10 Seiten und ich finde einfach keine mehr. Ich auch. Du bist auch bei 10? Ja, ich bin auch bei 10. Ich bin bei 8 oder so. Mach mir das gut zu schaffen. Der Slender ist schon wieder dicht auf den Fersen, ich spüre das. Ja, ich sehe ihn die ganze Zeit. Ich sehe ihn auch die ganze Zeit. Ich habe eigentlich gerade mehr Angst, dass meine Mama irgendwann hier reinkommt. Ja, das ist, damit ist echt nicht zu spaßen. Auf einmal hat sie so eine Maske auf einmal auf. Und oh Gott! Und wenn ihr es einmal bringt, ich sterbe. Okay, ich hab eine Wurst von mir wiedergefunden. Ich kann auch nochmal wieder eine Wurst. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Markhunter. Ach ja, ich habe auch gelesen, dass umso viel mehr Zeit man braucht, umso näher er kommt und so schneller man auch verschissen. Ja, geil. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch Freunde. Ein Part einfach bei mir gewesen, wo ich auf den ganzen neuen Kreis. Also ich bin gerade bei You Met Bro. Penis, Penis! Nope, Punkt. Wir sagen doch P. Genau, P, Piep. Ja, ich bin jetzt auch bei Seite 10. Ich bin bei 12. Scheiße, das ist bei 12? Ja, bei 12. Wow! Alter. Tut mir leid für Schrei, ganz im Ernst. Tut mir leid. Wenn ich auf einmal schreie, bin ich am Arsch. Boah, fuck. Ey, ich bin gerade in so eine Sackgasse reingegangen, weil du gerade 12 Seiten gesagt hast. Und da dachte ich, dass der in so einer Sackgasse gewesen ist. Und auf einmal steht er da. Tut mir leid. Ey, ganz im Ernst, wieso schreie ich so? Ich schreie doch nie bei Horrorfilmen oder so. Du bist ein Mädchen. Nee, dieser Pew, wie auch immer heißt der da bei Human. Woher kommen die Tische? Stehen bei dir auf einmal Tische da? Ja. Da stehen doch irgendwo Tische. Ich drehe mich auch nur noch überall schnell um. Kannst du eigentlich weitergehen? Ja. Und ich glaube, ich übersehe. Okay, ich habe da wieder eine Wurst gefunden von mir. Eine Wurst? Ich kann keine Wurst mehr kacken. Alle verballert? Ja. Ach so, die muss man wahrscheinlich pro Seite da markieren, wo man die Seiten gefunden hat. Scheiße, das ist eine Seite. Ist jetzt auch 10? Ne, 12. 12? Ich habe immer noch 10. Ich traue mich nicht in die Sackgassen reinzugehen. Ja, musst du aber. Nein, ist Slenderman da. Ich habe gerade echt total Schiss, ey. Ich finde hier nichts mehr. Ich auch nicht. Vor allem diese ganz langen Gänge sind total scheiße. Ja. Ja, die kleinen Bäume schön. Ja, nee, da kannst du ja immerhin noch schnell fliegen. Oh! Wir brauchen noch 2 Seiten. Alter, Vater. Tut mir leid, ich hab mich schon wieder erschrocken. Aber das finde ich auch besser als im normalen Slender-Teil, weil da kommen ja nicht diese lauten Töne auf einmal. Scheiße, nein, da ist doch keine Sackgasse. Gut. Ich hab 12 Seiten. Ja, wir auch. Ich hab grad einen neuen Raum gefunden, wo ganz viele Tische auf einmal standen. Wieso kommt der nicht?
wahrscheinlich. Ich hab nachher bestimmt einmal so als Vollbild. Ja. Alter, ist da ein Song? Oh! Alter, Slenderman, pack mich einfach jetzt endlich mal. Bitte, 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 bitte. Ich hab keinen Bock mehr. Alter. Wollen wir nicht aufgeben? Scheiße, ich hab 14 Seiten. 14? Wenn, so, bitte sammel jetzt schnell. Alter! Stopp die Mama. Lauf, kleines Mädchen. Stand auch auf einmal vor dir. Ja. Weil ich meine 14. Seite hatte. Ich konnte nicht mehr fliehen. Oh, scheiße. Aber mir fehlen nur noch zwei Zeilen von dem Gedicht. Beschlossen, bei 14 aufzuhören. Ja gut, ich denke mal, dass ich es auch nicht jetzt weiter schaffe, weil, boah, ich habe es zweimal geschafft, vom Slenderman wegzulaufen. Vor allem, wenn man in eine Sackgasse reingeht, dann ist die Garantie auf jeden Fall da, dass er da ist. Ja. Richtig. Exit. Ja, am Startpunkt. Wurde es auch gefangen? Links, ja. Nee, ich lebe noch. Wie viele Seiten? Ich hab 12. Was, okay. Wenn er mir jetzt kommt, auch hier endlich. Wünsche ihn dir ja nicht dabei. Alter, der hat mich schon wieder weggeschoben. Weil sonst wird der Part auch zu lang hier. Ja, scheiß drauf, du findest jetzt die letzten Seiten. Oh! Alter, verdammt, dieser verfickte Hurensohn. Ich bin jetzt auch in der Sackgasse gelaufen, das heißt. Wo ist der? Er ist auf einmal weg. Oh, dieser verfickte Hurensohn, ey. Piep. Piep. Okay, Nini, du zensierst mich ab jetzt. Eingegeben alles. Der Kurs. Alter. Ja, ich wurde gefangen. Also das Gedicht ist sehr interessant. Ja, hast du es mal auf Deutsch? Ja, ich habe es gerade im Google-Übersetzer eingegeben. Weil ich habe jetzt 12 Seiten, du hast 14 und wir drei wurden jetzt... Ich habe 2 Zeilen mehr. Und ja, ich denke mal, dass wir Slender jetzt erstmal den Teil jetzt nicht mehr zocken werden. Wir werden irgendwann ein anderes Horrorspiel erstmal dann anzocken. Kommt in der Let's Horror oder Let's Grusel-Reihe. Den anderen Slender. Ja, machen wir auf jeden Fall dann zu dritt, würde ich sagen. Magst du dann jetzt auch nochmal zum Schluss? Ja, Steven. Ich heiße Steven. Zum Schluss liest Nini jetzt einfach nochmal das Gedicht, die 14 Seiten wenigstens auf Deutsch vor. Viel Spaß, Nini. Der Großmann. Oh, sollte ich durch den Wald fahren oder sollte ich nicht wollen? Ich würde für über mir in den Bäumen lauert niemand, konnte meine tödliche, ja, keine Ahnung, hat er nicht übersetzt, die hellsten Mann, der schwärzeste Anzug, größer als die höchste Brut, 6 schwarze Arme, sie greifen, wird nach oben und das Stil hören sie, bis sie einfach aufgeben, einem Hut Bares auf seinem Kopf macht, deine Seele füllen sich mit Schrecken, nimmt er sie, wenn sie mindestens kochen sich und ist dein Halt, er ihren Körper verlassen wird, der Google-Übersetzer ist klasse, nichts zu essen, sondern Nahrungsmittel, deine Leiche auf einem Baum erwarten. Alter, bei Roslyn Amarani. Puh, okay. Gibt auf Gedicht. Jeden Fall,
ist ja ganz schön abgefahren, das Gedicht hier. Ja. Ja gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben Slender Hospiz jetzt leider nicht durchgespielt. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Fazit von uns dreien. Jan, wie fandest du das Spiel? Also ich fand es verwirrend irgendwie. Ich finde mich da einfach nicht zurecht, aber es macht Spaß auf jeden Fall. Du, Nini? Ich weiß nicht, was die Würstchen können. Ja, Nini weiß nicht, was die Würstchen können. Ja, das war ein Fazit zu dem Spiel. Ich weiß nicht, was die Würstchen können. Okay, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Zu mir, ich bin eigentlich so wie Jan. Ich weiß, ich verlaufe mich andauernd. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber ja, dafür sind ja bestimmt die Würstchen da. Ja, also nächstes Mal, wenn wir das zocken, auf jeden Fall die Würstchen gekonnt irgendwo hinlegen, sag ich jetzt mal. Ich wollte jetzt nicht kacken sagen. Ich erschrecke mich einfach nur zu sehr und ja, da will ich jetzt einfach mal sagen, damit ist der zweite Part beendet und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Grusel, irgendein anderes Spiel oder noch was Länder. Und ja, von meiner Seite aus winke ich einmal ganz herzlich und sag haut da rein. Sag dir auch noch Tschüss. Würstchen. Tschüss. Würstchen. Oh Mann. Ciao, ciao.